Mensch, Toni, schön, dass du da bist. Hör mir zu, ich habe heute den Filter vom Pool gereinigt. Und irgendwie hat sich da so ein komisches Teil reingekeilt. Ich habe das da jetzt schon alleine rausgezogen. Guck mal, das Ding ist gigantisch. Irre, oder? Ich glaube ja, mein Sohnemann hat das da beim Spielen reingeschmissen. Kinder, wen erzähle ich das? Und weißt du was? Ich habe hier schon einen Stein liegen. Ich habe das schon mal raufgehauen. Ich glaube ja, das ist so eine Art Klangschale. Hör mal. Ein total beruhigendes Geräusch, oder? Willst du es nochmal hören? Boah, Männer, was freue ich mich schon wochenlang auf diesen Tag. Endlich mal wieder Fußball gucken mit meinen Jungs. Chillen und sich so richtig schön die Batterie abklemmen. Ach so, Karl, apropos Batterie abklemmen. Wo hast du denn eigentlich die Kiste mit dem Bier hingestellt? Ich finde die nirgendwo. Nein. Nein! Sprich es nicht aus! Du hast nicht allen Ernstes das Bier vergessen. Nein, alles gut. Das kann ja mal passieren. Liebe Freunde, heute ist ein sehr trauriger Tag. Wir nehmen Abschied von unserem guten Kumpel Karl, der auf mysteriöse Art und Weise die Treppe 5-mal runter und wieder raufgefallen ist. Mögest du in Frieden ruhen. Oder in der Hölle schmoren. Johnny, das sind einfach zu viele. Wie viel Munition hast du noch? Ein Magazin? Das ist zu wenig. Wir müssen so lange durchhalten, bis die Verstärkung da ist. Johnny, Vorsicht! Stopp! Stopp! Halt! Johnnys Schnürsenkel ist auf. Gott verdammt, was hätte passieren können? Ist dir das überhaupt bewusst? Er hätte ganz schlimm stolpern können. Oder wollt ihr das etwa, dass ich seiner Mama erzählen muss? Oh, dein Sohn ist bei einer Schießerei ganz schlimm hingestolpert. Ich denke nicht, oder? Wir können gleich weitermachen. Er muss sich nur eben kurz den Schuh zumachen, okay? Johnny, alles gut bei dir? Ich weiß, dir sitzt noch der Schock in den Knochen, aber wir müssen weitermachen. Bist du bereit? Alles gut, Kumpel? Sehr gut. Okay, weiter! Darf ich dir mein kleines Geheimnis verraten? Aber bitte sag das niemandem weiter. Kennst du das Gefühl, wenn du alleine in einem Raum stehst, aber du weißt, du bist gar nicht alleine? Nein, irgendwas wartet da auf dich in der Ecke und es will dich holen und es bekommt dich auch. Und wenn's dich hat, dann raubt es dir die komplette Kraft. Darf ich dir vorstellen, meine Frau? Mann, die steht da schon seit Tagen, weil ich den gottverdammten Müll nicht runtergebracht hab. Ja, ich bring ihn ja heute runter. Kannst du jetzt bitte gehen? Siehst du, was ich meine? Gruselig, oder? Das war wirklich ein wundervolles drittes Date. Oh ja, das finde ich auch. Hast du vielleicht noch Lust auf einen Kaffee mit reinzukommen? Ja, warum nicht? Liebend gerne. Hol dir schon mal was zu trinken aus dem Kühlschrank. Ich mache mich nur kurz frisch. Ja, kein Stress. Ich mach schon mal die Musik an, okay? Ja, gleich wird's passieren. Oder nee, warte mal. Ich glaube, ich frage sie, ob ich uns eine Flasche Wein aufmache. Genau. Susi? Susi? Bist du da oben? Entschuldigung, ich will nicht stören, aber soll ich uns eine Flasche... Heilige Mann. Mein Arsch platzt gleich. Sag mal, scheißt du da gerade dein komplettes Rückgrat aus? Das ist ja widerlich. Mann, das zieht ja schon unter der Tür durch. Das ist ja ein bestialischer Geruch. Sag mal, hast du einen verwesten Geier gefressen oder was? Das brennt ja richtig in den Augen. Mein Gott, ich habe das Gefühl, ich erblinde. Das war's. Ich fahr nach Hause. Nein, warte, ich bin gleich fertig. Ich komm gleich raus. Einen Scheiß wirst du tun. Die gottverdammte Tür bleibt zu. Oder willst du deine ganze Nachbarschaft umbringen? Mann, die Tapeten, die lösen sich sogar schon von den Wänden. Guck doch mal. Das ist ja lebensgefährlich. Mann, die ganze Bude stinkt nach Scheiße. Gott, ich glaube, ich habe Haarausfall. Hilfe! Manni. Seitdem ich Yoga mache, bin ich ein komplett neuer Mensch. Ich habe meine innere Mitte gefunden. Ich habe zu mir gefunden. Mir geht's besser denn je. Die aufgehende Sonne ist nicht nur am Horizont, sondern auch in meinem Herzen. Du kennst mich von früher, wie ich war. Ich war Partys machen, war aggressiv. Das alles habe ich fallen lassen durch Yoga. Was unterbricht mich denn die alte P***rinne? Das kann doch nicht wahr sein, du blöder W***. Ich hau dir gleich die F*** kaputt. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, die aufgehende Sonne. Wunderschön. Guck hin. Wunderschön. So, Schatz, lass dir schmecken. Gott, was freue ich mich darauf. Ich hab so Knast, Mann. Darf ich bitte einmal bei dir probieren?
Sag mal, kann das sein, dass du dumm bist oder so? Wir haben das gleiche Gericht bestellt. Jedes gottverdammte Mal fragst du mich, ob du bei mir probieren darfst. Es ist das gleiche Gericht. Es schmeckt identisch. Verstehst du das? Wie kann man nur so dumm sein? Das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch sein, dass deins anders gewürzt ist. Boah, ich schwöre dir, mach noch einmal den Mund auf und ich tacker dich hier an die Wand. Und ja, ich weiß aus erster Hand, dass es dem Koch gut geht. Der ist kerngesund. Der hatte kein Parkinson beim Würzen. Ich kann das nicht mehr. Mach jetzt deine Futterluke auf und ess dein Essen. Und sei leise. Diese Frau macht mich einfach nur fertig. Ich schwöre dir, ich mach dich so fertig. Ich hatte den besten Trainer der Welt und ich trainiere 20 Jahre. Ich verspreche dir, du liegst innerhalb von einer Sekunde auf dem Boden. Und das aus drei Gründen, mein Freund. Erstens, ich habe mit 10 Jahren bereits die Urkunde im Kito erhalten. Du weißt nicht, was Kito ist? Kinderturn. Wieso? Was lachst du jetzt so dumm? Dir wird das Lachen vergehen, das schwöre ich dir. Zweitens bin ich schneller als mein Schatten. Und drittens, und das ist wohl der wichtigste Punkt, mein Lieber, ich habe immer eine Waffe dabei. Und was lernen wir daraus? Richtig, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Danke. So, und jetzt zu euch. Genau, ihr da hinterm Bildschirm. Ich könnte euch so abknutschen. Gott verdammt, ich wollte einfach mal ein dickes, fettes Dankeschön raushauen für über 1000 Abonnenten. Vielen Dank an jeden einzelnen von euch, der das Video guckt, kommentiert oder auch liked. Das hilft mir wirklich. Dankeschön. Ich freue mich einfach nur persönlich, wenn ihr genervt oder gestresst von der Arbeit oder von der Schule kommt, euch ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Und wenn es nur ein Schmunzler ist, das reicht mir auch. Also vielen herzlichen Dank. Und tut mir bitte noch einen Gefallen und verliert niemals euer Lachen. Bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Tschüssi, Kowski!